So, ich werde euch heute eine konkrete Marktanalyse zu Bitcoin liefern. Ja, wir werden uns anschauen, wie es die nächsten Tage und Wochen weitergehen könnte für Bitcoin. Ich denke, gerade gegen Jahresende hin wird es nochmal ziemlich interessant zu sehen, wie Bitcoin sich verhalten wird. Ich rechne auch nochmal mit sehr, sehr viel Volatilität am Markt, die wir uns natürlich als Trader zunutze machen können. Deswegen werde ich euch konkrete Preisziele noch mit an die Hand geben. Habe ich euch hier schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich werde euch hier aber nochmal kurz hier nochmal so einen Gesamtüberblick liefern, weil ich finde, gerade so als Swing Trader, besonders als Day Trader natürlich, verliert man oft so den Gesamtüberblick am Markt. Und gerade gegen Jahresende hin, denke ich, bietet sich das nochmal ganz gut an, euch hier nochmal hier so eine Gesamtübersicht bieten zu können. Oder auch für Leute natürlich, ja, die für ihr Long-Term-Portfolio nochmal Bitcoin nachladen möchten, könnte der Chart auf jeden Fall ziemlich interessant sein. Ist übrigens der BLX-Chart für Bitcoin, für die es interessiert. Und prinzipiell habe ich mal die 11-Jahres-Widerstandslinie bei Bitcoin eingezeichnet, sowohl oben als auch unten. Ja, und oben sieht man natürlich relativ schön, wie Bitcoin immer schön beim All-Time-High hier abgeprallt wurde und Widerstand gefunden hat. Diesen Bullrun natürlich zweimal, eine Art Doppeltop geformt oben. Ich glaube, das eine Top war noch ein bisschen höher, nicht ganz ein Doppeltop also. Aber prinzipiell sehen wir auf jeden Fall, die Widerstände ziehen ziemlich gut. Besonders hier unten haben wir sogar nochmal Kontaktpunkte. Und da sehen wir halt tatsächlich momentan, dass wir gerade bei den 16.700 US-Dollar uns relativ gut zuspitzen, was aber die Schlussfolgerung hat, weil ich gerade auch hier die weißen Widerstandslinien in den Bärenmärkten eingezeichnet habe. Jedes Mal tatsächlich, wenn diese Widerstandslinie hier durchbrochen wurde in dem Bärenmarkt, haben wir tatsächlich den Boden bei Bitcoin gesehen, also den ultimativen Boden, und haben somit dann einen neuen Bullrun eingeleitet. Könnte ich mir jetzt tatsächlich nicht unbedingt vorstellen in der momentanen Situation, auch was Wirtschaft betrifft, können wir nachher nochmal kurz eingehen. Auch gerade die Fed-Zinsentscheidung vor 2 Tagen. Aber prinzipiell bietet sich auf jeden Fall momentan hier eine sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Ich könnte mir natürlich noch gut vorstellen, dass wir noch so auf, ja, 12.000, 13.000 Dollar da vielleicht den ultimativen Boden sehen. Aber ich denke, weiter runter wird es nicht gehen. Deshalb für alle die jetzt im Long Term nochmal Bitcoin nachladen möchten, wirklich gute Einstiegsmöglichkeit. Selbst wenn es jetzt nochmal hier auf 12.000 Dollar geht, das denke ich, ist für jeden verkraftbar. Um jetzt aber nochmal hier konkreter zu werden, ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, hier den Fibonacci-Trendkanal. Sieht natürlich ganz schön aus. Man darf auf gar keinen Fall außer Acht lassen, dass es sich hier eigentlich um ein bärisches Continuation Pattern handelt. Also prinzipiell nicht so gut. Bedeutet immer, ja, wird meistens Short ausbrechen. Ist es tatsächlich hier auch, ja, wobei wir hier sehen, dass wir tatsächlich auf dem 1618er Fibonacci-Retracement nochmal Support gefunden haben. Und das Ganze werde ich mir tatsächlich zunutze machen, auch wenn es natürlich jetzt nicht der Mega-Trade wird. Aber tatsächlich können wir hier mit dem Lineal mal hochziehen. Wenn wir tatsächlich nochmal die Bestätigung holen auf der Unterkante von dem Fibonacci-Trendkanal, hätten wir tatsächlich knapp 4% Profit gemacht. Mit dem ordentlichen Hebel geht da natürlich einiges. Das wäre tatsächlich so mein Plan jetzt, aufgrund, ich habe glaube hier nochmal die Bollinger Bänder, genau. Wir sind hier tatsächlich im Daily, um das Ganze nochmal schöner demonstrieren zu können. Hier auf dem 4-Hourly sehen wir auch tatsächlich, dass wir echt schön auf der Unterkante der Bollinger Bänder sind. Also gerade deswegen könnte ich mir auch nochmal gut vorstellen, dass wir nochmal nach oben bouncen, kurzfristig. Und jetzt will ich mir einfach zunutze machen und ich spekuliere, dass wir tatsächlich hier nochmal auf die Unterkante von dem Fibonacci-Trendkanal einfach nochmal ja, eine Bestätigung holen, dass es jetzt wahrscheinlich dann nochmal weiter nach unten geht. Ja, wäre einfach so meine Strategie momentan. Prinzipiell natürlich darf man nicht außer Acht lassen, wie ich schon gesagt, es handelt sich hier um ein bärisches Continuation Pattern. Deshalb könnte ich mir echt nochmal gut vorstellen, wenn ich jetzt gerade nochmal hier die beiden Sachen ausblende und nochmal hier einen schönen Widerstand ziehe, dass wir tatsächlich hier nochmal auf diesen doppelten Boden zurückkommen und hier vielleicht, ja, uns einfach nochmal eine Bestätigung holen, was weiß ich, eventuell auch hier als W-Pattern ausbrechen, wobei das sind alles natürlich jetzt ein bisschen hochgegriffene Spekulationen, aber das könnte ich mir natürlich gut vorstellen in der Zukunft. Deshalb, das darf man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und auch was dieser Short-Term-Long-Trade betrifft, sehe ich tatsächlich hier ganz gut Potenzial auch auf dem MACD-Indikator. Denke ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir hier ein bullisches Crossover die nächsten Stunden haben werden. Bedeutet, ja, wird sich alles natürlich gut zunutze machen für unseren kurzfristigen Long-Trade. Dann, ja, was ist eigentlich hier mit Indikatoren? Ich habe hier nochmal einen kleinen Twitter-Post offen, wo wir hier eigentlich ganz schön sehen, ja, wie hier eben erklärt, dass tatsächlich immer in den Phasen, ja, wo sich auch hier jetzt die beiden Linien kreuzen, schreit jeder Bitcoin ist dead, Bitcoin ist dead. Und da sind wir tatsächlich hier auch momentan wieder. Deshalb, wie vorhin schon erwähnt, wird sich das wahrscheinlich als relativ gute Einstiegsmöglichkeit in der Vergangenheit, in der Zukunft behaupten können. Deshalb, ja, seht immer Bitcoin als Gesamtbild
und seid nicht immer zu short-term fokussiert, könnt ihr natürlich immer gut machen, einen schönen Swing-Trade mal mitnehmen, aber man darf auf gar keinen Fall, wie gesagt, das Gesamtbild verlieren. Dann, was Wirtschaft betrifft, wie gesagt, vor zwei Tagen sehen wir jetzt hier, gehen wir lieber mal noch in den Daily. Das hier nochmal auf dem S&P 500, auf dem traditionellen Markt natürlich nochmal einen kleinen Abverkauf gefunden hat. Wir haben hier das relativ schöne Chart-Pattern, sehen wir hier oben jetzt schon den vierten, beziehungsweise hier, wenn wir das mitzählen lassen, den fünften Kontaktpunkt. Also wer hier nochmal traditionelle Märkte traden möchte, hat hier eigentlich immer ganz schöne Einstiegsmöglichkeiten gefunden, hier nochmal zu shorten. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die lassen wir jetzt momentan nur außen vor. Trotzdem ist es für die gesamte Übersicht immer ganz wichtig, auch die traditionellen Märkte nicht außer Acht zu lassen. Und nochmal hier, um das Ganze abzuschließen, Bitcoin 4 in Greed Index bei 28, auch in letzter Zeit relativ niedrig natürlich. Ja, die Zeiten muss man tatsächlich ausnutzen, um nachzukaufen. Ja, wenn jeder Angst hat, macht es auf jeden Fall Sinn, um nachzulegen. Und wie gesagt, das war so mal meine Einschätzung zum Markt. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr momentan den Markt einschätzen werdet, wie ihr ja, den Markt euch vielleicht zunutze machen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.